Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Schlacht um Mittelerde 2 Liga. Ich bin's, der Black, und wir sind nach wie vor in Runde 24. Und ja, im letzten Runde 24 Spiel, da hat Power Kartoffel sich überraschend gegen Talinfo durchsetzen können, hat nun 3 Punkte kassiert und ist auf Platz 6 vorgerutscht, hat Antheas auf Platz 7 jetzt überholt. Talin bleibt weiterhin auf Platz 3 mit seinen 44 Punkten. Allerdings wird der Abstand zu Schäfi potenziell, naja, nicht geringer. Ob er größer wird, wird sich noch zeigen. Und zwar natürlich in Runde 25. So, okay, aber im heutigen Spiel werden wir keine große Punkteveränderung sehen, denn heute treten FaceX gegen Sturmhart an. Und FaceX ist ja eigentlich disqualifiziert. Die Spiele werden trotzdem gezeigt, die abgegeben wurden. Und ja, dieses so ein, ja, nennen wir es mal, außer der Reihe Spiel. Gehen wir rein. Okay, da sind wir. Wir haben hier Sturmhart, man hört schon, mit Sturm. Und hier, ja, FaceX. Beide mit Isengard unterwegs und beide machen einen Rohstoff. Ne, hier ist ein Kasernen-Urgrubenstart und hier sieht das ähnlich aus. Jawohl. Beide mit einem Kasernenstart. Ich schau noch mal. Ein kleines Mirror. Sturmhart natürlich potenziell der Favorit. Allerdings hat auch FaceX durchaus schon mehrfach überzeugen können durch gute Strategien. Ob das sich hier durchsetzen wird, wir werden sehen. So, nichtsdestotrotz, wie gesagt, egal wer gewinnt, es wird leider keine Punkte geben. Ja, dummer Fehler, der ja, aus Regelunkenntnis, nehme ich mal an, geschehen ist. Es ist, wie es ist. Es lässt sich jetzt nicht ändern. So, okay. Wir haben zwei nette Rohstoffgebäude hier. Hier wird dasselbe auch schon bereits getan. Auch ist eine Horde Urukai hier auf dem Weg, während hier ebenfalls Urukai unterwegs sind. Heißt im Klartext, Sturm liegt ein ganz klein wenig in der Urukai-Geschichte zurück. Noch muss das nicht viel ausmachen. Wir werden sehen, inwieweit sich das jetzt ergeben und ausmachen wird. Auch hier ist der dritte Schmelzofen bereits im Gange. Von den Fähigkeiten her, auch da Mirror-technisch, beide haben dasselbe gewählt. Beide sind unterwegs und zwei Urukai-Armeen gehen aufeinander. Im Prinzip, wenn die aufeinandertreffen und auch gegeneinander kämpfen, kommt es halt darauf an, wer zuerst seinen Schlachtruf zündet. Aber, ja doch, nicht beide haben die Idee. Tatsächlich hat FaceX jetzt abgebrochen und die Sturmis Urukai gehen straight weiter auf Richtung Rohstoffgebäude. Das wiederum bedeutet, dass sich in der Hinsicht der Sturmi schon einen Vorteil erarbeitet hat. Denn selbst wenn die hier platt kriegen, ein Gebäude kriegt er potenziell hin. Und damit, auch wenn er diese Einheit hier verlieren sollte, hätte er den Sieg mehr oder minder davongetragen. So, da kam, wie erwartet, der Schlachtruf, der bei Sturmi immer noch nicht, bei FaceX immer noch nicht aktiviert wurde. Da wäre es vielleicht optional durchaus möglich gewesen zu sagen, jo, okay, wir bauen nochmal Dingens drauf, aber Sturmi will hier wirklich auf die Rohstoffgebäude. Okay, mittlerweile ein paar Bogenschützen mit am Start. Das wiederum wird natürlich dafür sorgen, dass die hier fallen, ist aber mittlerweile auf Abwehrstellung gestellt. Und naja, FaceX muss sich wieder auch neu aufbauen. Hat zwei Rohstoffgebäude verloren, während die Einheit potenziell sich durchaus zurückziehen kann. Zumindest sieht es momentan so aus. Der Rückzug wird dann gedeckt werden von einer weiteren Einheit. Naja, aber vielleicht ist ja gar kein Rückzug geplant, sondern einfach nur ein Ablenkungsmanöver, bis die anderen da sind. Ja, das macht Sturmi sehr gut. Hier hinten mittlerweile auch eine, ihr wisst schon, am Start, während hier ein paar Piken rauskommen. Das heißt, ziemlich diversifiziert die ganze Geschichte. So, dafür rückt jetzt der FaceX auch ein wenig nach vorn vor. Okay, hier haben wir stattdessen ein paar Wagreiter, die durchaus auch was bringen können. Die pieken potenziell natürlich den Urukai unterlegen. Aber diese Unterlegenheit wird natürlich ausgeglichen durch die Festung, was man auch sieht. Allerdings schafft es Sturmi, ihn hier ein bisschen rauszulocken, während hier es langsam ein bisschen kritischer werden kann, da einmal Urukai gegen zweimal Einheiten antreten muss und so kann sich
gegebenenfalls der SpaceX wieder ein bisschen zurückkämpfen. Vor allem die hier werden kritisch sein. Die werden extrem viel Schaden anrichten können. Während, naja, Stumi sich aber meistens, hat man ja oft genug gesehen, davon nicht direkt, beeindrucken lässt und nicht direkt aus der Ruhe bringen lässt, sondern halt einfach, einfach straight seinen Weg weitergeht und, dann halt mal damit rechnet. So. Mittlerweile zieht er aber dennoch ein paar Einheiten zurück, um eben der ganzen Masse hierher zu werden. Immer noch ohne Armbrustschützen an Start, die ja eigentlich durchaus gegen mehrere Einheiten, vor allem wenn sie hinten stehen, ein bisschen was bringen können. So. Okay, zwei weitere Rohstoffgebäude gefallen. Das hat sich also mehr oder minder ausgeglichen. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieser Ausgleich ein bisschen später kam. Das heißt, Stumi hat potenziell, ja, man sieht das hier, potenziell trotzdem noch mehr am Start, weil er halt länger mehr Rohstoffe zur Verfügung hatte. So. Jetzt kommen ein paar Wagrider. Hier sind noch ein paar Lanzenträger im Bau. Eine zweite Urugrube ebenfalls, während hier unten natürlich, wie gesagt, die Waggrube in Bereitschaft ist. Okay, das war ein Fehler von SpaceX. Der hat halt den Sturmi tatsächlich an seine Rohstoffproduktion herangelockt. Das war, naja, ungünstig, dass er dieses hier gesehen hat. Aber, ja, so ist es dann eben. Damit ist quasi dieser vorgeschobene Posten bereits wieder Geschichte. Während hier oben die Wagreiter zwar da sind, allerdings jetzt mit Lanzenträgern, denke ich, potenziell Schwierigkeiten haben werden. So. Domi könnte theoretisch die Piken, ja gut, sind nicht mehr ganz so viele da, auch gegen den Troll schicken und da ein bisschen was unternehmen, aber momentan noch nicht nötig. Während hier die Piken natürlich mit den Lanzen, mit den Wagreitern doch ein bisschen aufräumen. Die Wagreiter ziehen sich zurück, wie es aussieht. Während hier unten weiter fleißig vorgerückt wird. Okay, Lotz ist auch am Start. Mittlerweile kommen auch Bogenschützen und Lanzenträger. Oder Armbrustschützen und Lanzenträger. Das heißt, Stumi weiterhin im Aufbau. Und Stumi weiterhin stark dabei. Während er allerdings hier unten so allmählich Ärger kriegt oder Konkurrenz kriegt zumindest. Hier sollte er sich vielleicht zurückziehen. Hier eine Urukai-Einheit Stufe 2 tatsächlich schon. Ja, vielleicht kann man im Rückzug sogar noch die Wagreiter wegnehmen. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Aber nein, da weicht der SpaceX sehr gut aus. Hätte klappen können, hat nicht ganz geklappt. Dennoch kriegt er hier Verstärkung. Insofern ist das auch nicht so schlecht gelaufen. So, okay. Hier oben mittlerweile Piken und Armbrustschützen, während weiter Urukai an den Start gehen und sich hier weiter zurückgezogen wird. Gibt es hier 6 Fähigkeitspunkte, hier 4. Ja, da macht sich so langsam was. 650, 350. Der Phasex ist immer noch im Hintertreffen mit den Rohstoffgebäuden. Das heißt, es wird sehr schwierig, das aufzuholen. Es war ja auch ein riesen Vorsprung bereits. War klar, dass er auf jeden Fall hier zu hinten liegen wird. Einfach aus dem Grunde, weil der Stumi halt zuerst seine Rohstoffgebäude platt machen konnte und die halt erstmal weiter produziert haben und dieser Startboost durchaus was bringt. Ne? Das darf man nie außer Acht lassen. Nur weil man dann hinterher soweit ist, kommt da nicht unbedingt das gleiche raus. So, Lobs auf beiden Seiten mit in der Schlacht. Bei dem einen im Nahkampf, bei SpaceX, also bei SpaceX im Nahkampf, bei Stumi erstmal nur von hinten. Während von hinten das richtige Stichwort war, hier kam direkt eine zweite Armee, hat den SpaceX Lord in die Zange genommen. So. Na, mal gucken. Geht er auf, er geht auf das Produktionsgebäude, nicht auf den Lord, der ja durchaus auch gar nicht mehr so viel hat an Lebenspunkten. Aber jetzt geht's Lotzi an den Kragen. Vertex zieht ihn zwar ein bisschen zurück, aber ich glaube, das wird auf Dauer nicht so viel bringen. Vor allem, da er dafür halt so alles andere preisgibt. Und gerade halt hier das Vernichten solcher Einheiten, das macht schon nicht viel Spaß. Und das hier könnte fast für Lotz gewesen sein. Die Bogenschützen haben noch freie Schusswahl. Jawohl, damit ist dieser Lotz Geschichte. Während hier sogar gegen die Festung direkt vorgegangen wird.
Hier kommen nochmal ein paar Lanzenträger gegen Armbrustschützen, gegen Lanzenträger gegen Armbrustschützen. Also, naja, da wird sich sehen, wer was hier macht. Hier oben baut sich wer auf? Sollte ich hier drauf gehen? Phasex. Phasex baut hier oben noch einmal eine Urogrube hin, die ihm durchaus ein bisschen was ja, helfen wird, zumindest hier unten zu überleben, wenn diese hier fällt. Allerdings, naja, so stark wird das nicht sein. Ich glaube, die Geschichte ist relativ schnell gleich erledigt. Man sieht schon halt, Sturmhart ist durchaus nach wie vor eine Klasse für sich. Hier unten ein kleiner Wagbau, der soll wahrscheinlich eine Art Verteidigung bilden. Okay, das Teil wurde abgerissen. Steht noch hier diese Wahrgrube. Aber das wird es gewesen sein. Mittlerweile am Start der Saruman. Nein, war es tatsächlich noch nicht. Irgendwo steht noch was. Ich weiß nicht wo. Hier nicht. Ah, hier oben. Da haben wir noch eine Wahrgrube im Bau. Aber eine Urgrube im Bau. Aber das wird es jetzt nicht mehr bringen. Saruman mittlerweile auch auf dem Feld. Aber auch das wird nicht mehr ausschlaggebend sein. Während Phasex hier unten nochmal einen kleinen Störangriff wagt. Aber tatsächlich muss man sagen, die Messe ist bereits gelesen. Hier oben bereits ja, die letzte Urgrube vernichtet. Ja, das war's. Ein klarer Sieg für den Sturmhart, sehr gut gemacht, muss man sagen. Phasex hat sich nicht schlecht geschlagen, aber es hat halt nicht gereicht. Ja, das wären theoretisch 3 Punkte für Sturmhart, da Phasex aber, wie gesagt, disqualifiziert ist, diese Punkte nicht zählen, bleibt alles beim alten. Sturmi hat nach wie vor seine 43 Punkte, steht auf Platz 4 hinter Tallinn, kann aber eventuell in der nächsten Runde auf Platz 3 vorstoßen. Mal gucken. Man wird es sehen. Schaltet am besten wieder ein, wenn es dann soweit ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.